Ja, hoi du mit O, werte Freunde der lustigen Paketentpackerei. Ich habe mir jetzt eine sogenannte, Lootbox will ich es nicht nennen, aber ich habe mir einen Gegenstand gekauft, weil ich, wie bekannt gesagt habe, schon meine Kamera, mit der ich da aufnehme, relativ schnell die Batterie oder der Akku leer ist. Und dann schauen wir mal, was wir da hier drin haben. Ich habe das schon mal aufgerissen. Guck mal, nur vom Feinsten hier. Eine schöne Box, gut verpackt. Auch die Amazon-Box selber, die war sehr gut verpackt. Danke dafür. Kam auch übrigens Sonntagabend bestellt und heute am Dienstagmittag war es dann da. Ups. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. Wir haben hier ein Ladegerät. Ja, qualitativ würde ich jetzt sagen, ist okay. Ist halt made in China, aber das hat ja nichts zu bedeuten. Ich bin ja ein Fan von China, also Asien generell, da bin ich ja voll mit dabei. Wir haben dann eine Bedienungsanleitung. Ist in Deutsch und in Deutsch und Englisch. Steht sehr gut eigentlich beschrieben auch. Also wenn ich mal drüber gucke. Ja, ist okay. Also steht auf jeden Fall genau beschrieben, also anhand von Bildern, also man muss jetzt nicht schriftlich jetzt machen, das ist wie so eine Bastelanleitung von Lego. Dann haben wir hier ein Kärtchen, Zufriedenheitskarte auf Englisch und auf Deutsch. Das ist aber süß, guck mal. Danke für Ihren Einkauf bei uns. Wenn Sie mit dem Produkt und Ihrem Service zufrieden sind, würden wir uns freuen, wenn Ihre Meinung mit anderen teilen. Genießen Sie, also ein Herz, ne? Genießen Sie im Moment Ihres und smarten und einfachen Lebens. Sondern das verbreiten, weil dann sollen wir die Meinung auf Facebook verbreiten. Und dann die Erfahrung sollen wir halt noch auf dem Amazon Preview verteilen. Dann halt, wenn ich nicht zufrieden wäre, könnte ich jetzt zum Beispiel an den Hersteller eine oder an den Verkäufer eine E-Mail schicken. Also ist auf jeden Fall echt niedlich. Finde ich gar nicht schlechte Idee. Also ich meine, die nehmen ja auch durch Werbung, die haben auch zu kämpfen, hat ja jeder. Und im Zeitalter der großen Unternehmen letztendlich sind die Kleinen natürlich immer so ein bisschen hinten an. Und deswegen, also hier, der hier kriegt auf jeden Fall von mir ein Like. Ne? Ich habe für den auch dieses Review gemacht, beim Unpacking hier. Ja, da habe ich jetzt hier den Cartridge. Ne? Also laut Bedienungsanleitung soll ich das dann hier rein prinökeln. Geht auch nur einmal, das sind halt dann diese standardmäßigen Stecker, wie wir da auch vom Kassettenrekorder, diesen allseits beliebten Kasi-Dreher damals kennen. Und dann habe ich hier den Stromanschlusskabel, ach okay, den stöpsel ich dann quasi hier rein, zack, und dann wird diese Batterie-Cartridge sozusagen, also die Batterie als solches, kann immer raus, also das wäre jetzt die normale Batterie, wie ich die da reinzuführen habe, wenn wir mal gucken, die hat die gleichen Measures, gleiche Breite, also ist natürlich ein bisschen länger, ja, so ein klein bisschen länger ist das Plastik-Cartridge, aber das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Und ich möchte auch noch dazu sagen, dass das ist jetzt wirklich, also steht da zwar, also ich kriege kein Geld dafür, für diese Werbung, aber auch nicht für das Wort, was ich gleich sage. Also ich habe da eine Canon, eine EOS 600D wie Diesel. Bin da sehr zufrieden mit, die macht echt gute Videoqualität, also ich bin damit sehr zufrieden. Der Klang ist auch großartig, also danke dafür. Nur die Batterien, die gehen ja relativ schnell, was heißt schnell leer, so im Videomodus dafür ist die Kamera eigentlich nicht unbedingt da und geht recht schnell leer. Bei vielen Camcordern kann man auch einfach mit ganz normalen Mini-USB oder normalen Anschluss die Stromversorgung sicherstellen. Das haben wir hier nicht bei der Canon. Und das ist der einzige Weg, wie man das umgeht, weil, verbessert mich bitte, aber ich glaube, das sind 5 mA, wo durchgehen. Genau, beim USB gehen 5 mA nämlich durch, das ist das Ding. Und hier sind 7,2 Volt auf, nee, gar nicht, also habe ich hier los, das sind 5,0 Volt oder so. Und hier gehen 7,2 Volt auf
1120 Milliampere. So, also diese Batterieladung. Und das kann das Gerät eigentlich nur übersetzen und kein USB-Gerät. Das ist nämlich das Gute. Ne, also da ist das wirklich okay für. Ich weiß gar nicht, was das kostet. Muss jetzt lügen, ich glaube 14 oder 19 Euro, eins von beiden. Ich meine, ich gebe auch nicht jetzt wirklich viel Geld aus für Glitterkrams. Aber das brauche ich wirklich und das gibt halt keinen anderen Weg, wie ich das machen könnte. Und bin wirklich davon überzeugt, dass das auch sich ganz gut anfühlt. Wir kennen all diesen, ja, diesen, ja, es gibt so einen alten Trick, diesen Riechtest letztendlich. Und ich sage mal so, wenn Sachen so nach diesen He-Man-Figuren riechen, dann ist okay. Und riechen nach alten Kupferrollen, sollte man es lassen. Ja, das, ich weiß nicht, das hat sich so irgendwie rauskristallisiert. Aber ich bin da zufrieden mit. Bei mir kriegen sie ein Like. Ne? Hab da gut gemacht. Ne? Auf jeden Fall. Für den Preis alles gut. Dann ist auch ein CE. Steht extra nochmal drauf, dass er kein, also nicht für die Mülltonne geeignet ist. Ne? Ja, mit den Schreiner dann halt dann nochmal die Kontaktdaten vom Verkäufer. Und der Yuan Li, der hat das echt gut gemacht. Ne? Hat er gut in Auftrag gegeben. Und warum soll man sich da jetzt Hektik mitmachen? Und warum soll man nicht für auch solche Produkte ein Video machen? Weil ich denke, das ist eigentlich egal. Und sagt, man freut sich immer jedes Mal aufs Neue, wenn man auch was selber sieht, was man geschafft hat. Gut, dann lasst mir auch gerne auch auf meinem Kanal, den könnt ihr euch dann gerne, wenn ihr euch mal wollt, angucken. Lasst mir gerne ein Like da. Wie gesagt, ich habe es jetzt für den Yuan Li gemacht. Und ich hoffe, er freut sich darüber, dass er so ein kleines Review kriegt. Eingeklammert, was soll man da falsch machen? Ich glaube, dass das funktioniert, weil mit USB oder was Mini-USB kann ich meine Kamera nicht parallel mit Strom versorgen. Im Gegenteil, die wird sogar dadurch leer. Gut, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wünsche allen noch einen schönen Start in den Tag, in den Morgen oder wann ihr auch das mal gucken möchtet. Lasst mal ein Like da, wenn ihr möchtet, auch ein Abo. Ich freue mich darüber. Das ist das virtuelle Applaus für mich. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Macht's gut, Hoppidu mit O und auf Wiedersehen.